Nachdem Bowsers U-Boot vernichtet wurde und Bowser mit ihm, werden wir jetzt die wilde Wasserwerft stürmen und die zu 100% abschließen. Und wir werden auch die Truhe öffnen. Das wollte ich ja im letzten Part nicht machen. Aber ich weiß nicht, wo die richtige Truhe ist. Und was passiert, wenn man den Manta berührt? Nichts. So, der Hai kann einen Schaden geben. Oder Schaden machen. Deshalb sollte man mit ihm nicht kollabieren. Und nicht, besonders nicht im Hard Mode. So. Bei der Muschel anfangen mit der ersten Truhe und dann einfach so links rund nach links abbiegen und entlang alle Truhen berühren. Aber die letzte Truhe ist sehr fies platziert. So, bei dieser Truhe sollte man anfangen, bei der mit der Muschel. Und dann so links abbiegen. So, die letzte Truhe ist sehr fies platziert. Denn man muss sie irgendwie so berühren. Und das ist schwer. Am besten macht man das so. So. Yes. Und der Stern spawnt zumindest nicht bei what the hell? Nicht bei dem da. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung, ich will immer über die Shinto-Version von Super Mario 64 reden, aber komm nicht dazu. Immer und immer wieder, es tut mir leid, Leute, aber wir werden noch darüber reden. Keine Sorge, so, springen zu den roten Münzen und den 100 gelben. Denn was ist der letzte Stern, da habe ich keine Ahnung. So, hier sind Münzen. Die sehe ich ja zum ersten Mal, dass hier fast an der Oberfläche Münzen sind. Wie sieht eigentlich die Welt an der Oberfläche? Nichts Besonderes. So, diesen Ring versuche ich noch mitzunehmen. Ein bisschen nach oben mit dir, Mario. So. Und diesen Stapel versuche ich auch mitzunehmen. Und das klappt. Hier sind die 8 roten Münzen und die 100 gelben. Nicht so schwer. Aber die 8 roten Münzen können nervig sein. Das steht fest. Aber ob sie nervig sind oder nicht, das Spiel ist geil. Eins. Und wir müssen es so oder so für die 100% sammeln. Und ja. Wirklich jede einzelne Münze muss man hier nicht sammeln, denn es gibt hier mehr als 104. Auch wenn das eine Wasserwelt ist, gibt es hier mehr. Nicht so wie der Piratenbucht Panik. So. Und mehr gibt es hier auch nichts. Von Münzen. Wir müssen jetzt zu der Stelle, wo Bowsers U-Boot war. Fliegen, ja. Mario, wie gefällt dir dein Flug? Ist sehr spaßig, ja? So, jetzt ist das U-Boot weg und wir können vieles machen. So, in irgendwelche Muscheln muss eine Münze sein, glaube ich. Nein. Nein. Ah ne, da sind Münzen. Ich wollte schon auftauchen, aber da sind Münzen.
Zu diesem schwarzen Loch sollte man sich nicht hintrauen, denn der zieht einen ein. Und wenn man einmal da reingekommen ist, dann kommt man auch nicht raus. Ich traue mich mit höchster Vorsichtigkeit an diese Münzen. Die sind absichtlich hier platziert. So, die letzte fünfte nehme ich nicht mit. Nee, du musst mir auch nicht so vor den Screen stehen. Die nehme ich nicht mit. So. Irgendwo gab es hier doch in Wasser eine rote Münze. Oder täusche ich mich? Da war es nur die Shell. Nee, das war nur die Shell. Mit der ich aber jetzt nach oben fliegen werde. Fliegen, schwimmen. So. Und jetzt, wie kommen wir da hoch? Einfach so? Nein, natürlich nicht. Obwohl. Moment. Ich will mal was kurz ausprobieren. Ein Trick. Der könnte vielleicht klappen. Und zwar nämlich. Nein. Ja, der hat geklappt. Und ich habe sogar eine Münze gekriegt. Dann muss ich ja nicht mal den lahmen Weg machen und versuchen. Ah, scheiße. Ich will ihn nochmal schaffen, denn normalerweise ist das. Muss man anders auf diese Plattformen kommen, aber ich will es so schaffen. Das war nichts. So. Ich versuche es mal so. Nein. Ah, schade, Marmelade. Das hat doch geklappt auf den ersten Mal. Ah, fast. Ich muss mich ein bisschen an die Kante platzieren. Ich will diesen Trick schaffen. So. Ich muss irgendwie von hier springen. Ja. Ich glaube. Schon. So. Mehr oder weniger. Was sagt mir Kamera? Von hier aus. Nein. So. Fast. Hätte es geklappt. Ich will es schaffen, auch wenn das jetzt viel Zeit dauert. Dann versuchen wir es mal so. Könnte auch klappen. Nein, Mario. Nein. Nein. Fast. Nee, mit dem Wandsprung wird es schon sicher klappen. So, wer ist hier der Pro in Super Mario 64? Ich natürlich. Ja, ich. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, diesen Trick nachmachen. So. Ich muss jetzt auf diese Plattform warten, um weiterzukommen. So. Dann mache ich einen kranken Weitsprung und habe es noch geschafft, auf der Plattform zu landen. Oh, Plattform. Auf dieser Stange. So, hier spawnt der Hund, der 8 rote Münzenstern. So, rüber mit dir. Nochmal. Shit. Jetzt muss ich diesen Trick schon wieder verwenden. Hahaha. Spaß. Den werde ich jetzt nicht verwenden. Denn das war viel zu viel Aufwand.
Ich will einen anderen Trick ausprobieren. Obwohl der wahrscheinlich nicht klappen wird. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit. Dann machen wir es typisch mit den Kisten. So. Und da sind wir oben. Man kann auch mit den unteren Kisten, die normalerweise zu den U-Booten führen, hier hochkommen, aber ich habe das mal gelassen. Nein! Shit! Das war ein bisschen, das war nicht so, wie ich wollte. So. Shit. Ich warte mal ein bisschen. Nicht, dass ich nochmal ins Wasser falle. So. Jetzt aktiviere ich den blauen Münzenschalter. Sammle alle Münzen ein. Und mache einen kranken Weitsprung. So. Die 100 gelben Münzen sind in unserem Besitz safe. So. Zurück mit dir, Mario. So. Wird es nicht sogar besser, wenn ich von hier aus einen Weitsprung mache? Ja. Sorry. Habe ein bisschen Zeit gespart. So, jetzt kommt der kränkste Weitsprung aller Zeit, der mir eigentlich nichts bringt. So, da fliegt auch dieser Stern. So. Und wir müssen noch irgendwie darüber kommen. Das machen wir jetzt. Und mir fehlt genau eine Münze für die 100 gelben. Die bei dem Loch werde ich jetzt nicht holen. Dafür habe ich Schiss. Obwohl, Moment mal. Ich könnte es versuchen. Obwohl, Moment, nein. Nein, 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 nein. Hier mussten irgendwo auch Münzen sein. An einer Stelle mussten hier Münzen sein. Wenn ich die finde, dann bin ich gerettet. Ja, da sind sie. Meine Coins. Und hier gibt's nur diesen Feuersparky. Der einen nichts bringt, nur Schaden. So, Sterni ist mein, der 72. So. Ah, schade. Fast hat es geklappt. So. Ach, ich werde das jetzt nicht tausendmal probieren. Ist dort Verschwendung von Zeit. Ich kann versuchen es, ja. Ich kann genau das versuchen. So. So. Und dann. So, wow. Und da gehört dieser Stern auch mir. Yeah. Und dieser Stern heißt anders als die allen anderen roten Münzen Sterne. Springe zu den roten Münzen nicht, finde die 8 roten Münzen. Ja. Und jetzt kommt der letzte Stern. Was ist er? Vereine die Müll.
Ach so, wie konnte ich das vergessen? Oh Gott. Vereine die Münzen. Die Mützen stand da, glaube ich. Vereine die Mützen, nicht die Münzen. Wir haben ja schon die Titankappe geholt. Den Stern mit der Titankappe geholt. Aber es gibt noch einen Stern mit der Unsichtbarkeitskappe, den ich voll vergessen habe. Ja, das passiert schon. So, ich kombiniere mal die. Warte mal, wo ist der Käfig mit dem Stern? Der Käfig ist dort. Ich versuche mal die Titankappe und die Unsichtbarkeitskappe mit der zusammen zu kombinieren, zu den Sternen zu kommen. Wird das klappen? So. So, Unsichtbarkeits-Titan Mario. Let's go. Sterni, ich komme, da bin ich, mein Süßer. Und jetzt können wir zum den zweiten Stockwerk. Aber ich muss einen kleinen Schritt machen. Kurz was nachprüfen, habe alles geprüft und jetzt können wir ins zweite Stockwerk zu den letzten Missionen und Sternen. Und ich will wissen, haben Sie den Glitch hier gefixt? Natürlich nicht. Ach, liebe Entwickler, was macht ihr eigentlich an euren Arbeitsplätzen? Hi Toad, was sagst du zu den Glitches und ja? Hallo Mario, du hast bereits einiges zur Rettung des Schlosses getan. Aber du musst noch viele Geheimnisse der Wandgemälde lüften. Manchmal spielen dir deine Augen einen Streich, die Realität verschwindet hinter Fassaden. Aber du kannst das Trugbild durchdringen, wenn du es im Spiegel betrachtest. Was ist ein flüssiges Element? Die Magie des Wandgemäldes beeinflusst sein Verhalten. Wähle verschiedene Wege, um die versunkene Stadt durch das Gemälde zu betreten. Ach ja, was hätte ich vergessen? Hier, ich habe da etwas für dich. Es hilft dir, Bosse zu besiegen. Oh Gott, diese Stimme zerstört mich noch. Denn man kriegt auch von diesem Tod einen Stern. So, und jetzt geht es auch in eine Wasserwelt schon wieder. Und zwar in diese hier. Der Tod hat uns schon gesagt, es ist eine versunkene Stadt. Und wir müssen verschiedene Arten zu benutzen, wie wir da hochkommen. Aber jetzt brauchen wir die ganz hohe Art. Also springen wir ganz hoch ist in das Bild. Damit der Wasserstand in Kurs 11 Atlantis Aquaria, folge dem blauen Pfeil, auch hoch ist. So. Kann ich den Stern mehr, den ich holen muss, ercheaten? Ich glaube jetzt nicht, denn der Wasserstand ist so hoch. Dann machen wir einen anderen. So, auf diese hölzernen Plattformen, zack, so, hier hoch und dann sich nicht von diesem Kerl fressen lassen oder fassen und dann hier im Sprung. Dann schnell die Kamera perfekt ausrichten und dann hier einen Doppelsprung und den Stern einsammeln. Yeah. Ging da ganz schnell. So.
Ja, Mario, deine Mütze ist weg. So, ich bringe mal so den Wasserstand. So, folge den blauen Pfeilen. Blau machen. Nein, Spaß. Ah, scheiße. Ich wollte den Dreifachsprung-Trick anwenden, um da hinzukommen, aber hat nicht geklappt. Dann halt nicht. So. Dann gibt es doch eine Art, wie wir da hochkommen. Ich glaube, nee. Dann mache ich hier einen Dreifachsprung. Dreifachsprung, sagte ich. Oder dann halt. Oder dann halt so. Und so. Und wie komme ich jetzt darüber? Spiel? Da wird deine Hilfe gebraucht. Ach, ich mach das einfach so. So. Da kommen wir jetzt sicher nach dorthin. Und können auch easy den Stern grabben. Denn normalerweise muss man auf diesen blauen Pfeilen zu den Sternen kommen, aber wenn man so einen Wasserstand hat, dann muss man das nicht machen. Man muss einfach nur auf der Kiste landen. Irgendwie. Und wieso wird das ganze Wasser nicht mit Strom versorgt, wenn der Spark hier unter Strom steht? Nintendo-Logik. Aber was soll's? So. Geile Animation für den Stern-Spawn-Punkt. Und da haben wir ihn, den 77. Ja. Wenn wir heute noch die 80 voll kriegen, dann sind wir ja die Mega-Profis. So, erforsche die Höhen und Tiefen. Dafür muss der Wasserstand nach ganz unten sinken. So, das können wir easy über diesen Gully oder wie nennt sich diese Dinger auch machen. Schalter, Kranschalter, keine Ahnung. So, und zwar kommen hier schon wieder ins Spiel die 5 magischen Zahlen. Obwohl, hatten wir sie schon? Nein. Oder doch? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir müssen diese 5 magischen Zahlen finden. Sie sind an verschiedenen Stellen versteckt. Das erste ist, wenn man hier die Münze, die Kiste verschiebt und dann hier die Kiste zerstört, in der viele Münzen sind. Ups, ich habe außerdem das Mikro berührt. Sorry. So, 2 in einem. Hier ist, glaube ich, auch eine, ja. Wenn man diese Kiste verschiebt. So. Und. Du scheiß Staubsauger! Ich hasse dich. Und werde dich immer hassen. Du kannst mir aber helfen, danke. Nein, 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 Mario, steh auf! Das wär's, wenn er jetzt mich runtergestoßen hätte. So. Dann muss ich jetzt mit einem Dreifachsprung machen. So. Die 3 oder die 4 besser gesagt befindet sich hier. Und die 5. Die befindet sich. Nein, nicht so. Schade, scheiße Marmelade. Oder schade Marmelade. So. Ah, nee, das wird auch nicht klappen. Ich muss irgendwie da hochkommen. Oh, shit. Nee, so wird es nicht klappen. Dann. So vielleicht. Nein. Oh, Gott. Nein! Ach shit, wie kommt man eigentlich da hoch? Oh Gott, bin ich dumm!
Hier gibt es noch diesen Schalter, der einem hilft, da hochzukommen. In diesem Käfig ist auch ein Stern, den holen wir ein anderes Mal. Und da haben wir den Stern, den wir haben wollen. So, von hier aus können wir versuchen, eigentlich darüber zu kommen. Zumindest nach dort drüber. Und das hat geklappt. Dann drehen wir die Kamera, machen einen Doppel. Normalerweise wäre es von dieser Stelle einfacher, an den Stern zu kommen. Aber es hat bei mir nicht geklappt, da hoch zu springen. So. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie einen anderen Weg zu holen, um an diesen Stern ranzukommen. Oh, shit. Ich habe wenig Leben. Nein, nein! So, jetzt kannst du mich hochschmeißen. Ja, genau. Stirb, Mario. An der unnötigsten Stelle. Ist doch klar. So. Dann werden wir das kurz halt von neuem ausmachen. Das dauert auch nicht so lange. Das kann man hier eigentlich auch easy so schaffen. Und dann... So. Der Doppelsprung. Einmal hochgeschmissen werden. Dann ein Dreifachsprung war. Nein! Nein! Oh Gott, danke! Oh oh, oh shit! Mario, komm! Oh, komm zu Sinne! So, man lenkt ihn ein bisschen so nah hin und dann lässt man sich hochschleudern. Dann sammelt man sofort ein paar Münzen ein. Zerstört diese Kiste. Man kann auch so dieses Event triggern, ohne die Kiste zu zerstören, wenn man eine Stampfattacke ausführt. Denn die Damage Zone von der Stampfattacke in Super Mario 64 ist unheimlich groß. Oder nennt sich das die Damage Zone oder die Range? Keine Ahnung. Normalerweise, wenn ich zum Beispiel hier, ich zeige so an. Oh, ja, das klappt auch. Aber für die Vollständigkeit zerstöre ich auch die Küste. So. Ah. Shit, 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 shit. Ich muss es irgendwie schaffen, darüber zu kommen. So. Um den Stern easy einzusammeln. Ah, Scheiße! So. Wieso höre ich hier einen laufenden Pinguin? Ja. Ist sehr merkwürdig. So. Man kann es auch mit einem normalen Dreifachsprung schaffen, dann hier kurz einen Kreis drehen. Doppelsprung. So. Obwohl, nee, jetzt schaffe ich es nicht. Oder doch? Wow. Ich dachte, wenn mich jetzt die Flamme berührt hätte, dann wäre es das. So. Wir können noch einen Stern machen. Ich dachte eigentlich, ich beende den Part hier, aber wir können jetzt auch einen Easy-Stern schaffen. Und zwar zerstören wir diese Kiste, machen hier einen Dreifachsprung und dann so einen Sprung. Oder ne, wie funktionierte er? So, glaube ich. Ah, schade. Fast hätte es geklappt. Es musste irgendwie so klappen. So, du kannst mal sterben und dein Leben mehr geben. Und ein paar Leben mehr geben.
Ich versuche es auch noch einmal, wenn nicht, dann werde ich einfach so wieder nach oben kraxeln. Nee, das klappt bei mir nicht. Nach oben kraxeln schon wieder. Aber das wird schnell gehen. Keine Sorge. Das wird alles im Speedrunner-Modus gehen. Mein Hintern brennt. Deshalb muss ich so rennen. So. Shit. Mario macht den Rückwärtssprung. So. Nein. Dann Staubisaugi, hilf mir. Danke. Staubisaugi. Sind das eigentlich Staubsauger oder wie nennen sich diese Dinger? Schmeiß mich hoch. Danke. Nee, ehrlich, das Staubsauger oder wie nennen sich diese Dinger? Man, an der Seite sieht man an ihnen etwas, aber was ist das? Bowser. Sind wohl von Bowser, Bowser GmbH entwickelt oder so. Oder Bowser Inc. Keine Ahnung. Wir haben die Kiste zerstört, jetzt müssen wir auf eine von diesen Plattformen, oder besser gesagt auf diese, und dann sofort und einen Hecht, einen Fußkick machen, dann einen Rückwärtssalto, um hier anzukommen, dann wie ein Skiller hier mit den Weitsprüngen, Wandsprüngen hoch, um ein bisschen Zeit zu sparen. So. So, und mit der uncoolen Zahl, wir haben die 80 nicht in diesem Part voll gekriegt, aber im nächsten. Mit dieser Zahl beende ich diesen Part hier. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Wenn nicht, dann könnt ihr einen Abo da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Mario 64 All-Stars Edition. So. Und hier ist der Beweis, dass die BLJs nicht funktionieren. Leider. Ich war auch ein Fan von ihnen. Tschüss.